Hallo Freunde, heute starten wir mal im Kopf, denn wir haben was Neues, eine neue Kamera. DJI Action 3, quasi die neue Action-Kamera von DJI. GoPro hat ja diesen sogenannten Hyperview-Modus, den wir jetzt auch in unseren letzten Videos gerne genutzt haben, weil wir einfach viel mehr vom Rad sehen, wir sehen viel mehr von der Umgebung, die Geschwindigkeit kommt ein bisschen besser rüber. Aber es gab hier und da dann halt auch mal ein bisschen Gegenwind, also positiv gemeint, ne? Wo dann halt gesagt hat, Mensch, das Bild ist aber echt stark verzerrt. So, die neue DJI, die soll es besser machen. Die hat auch einen sehr großen Weitwinkel. Zwar nicht ganz so groß jetzt wie die GoPro mit diesem Hyperview-Modus, aber immerhin noch 155 Grad, was ja auch recht viel ist. Und es soll nicht verzerren, beziehungsweise sehr wenig verzerren. Und dann haben wir uns gedacht, wir schauen uns das ganze Thema mal an. Und eins der geilsten Features an der Kamera finde ich bis jetzt, Achtung, ich bin noch nicht geübt, sind die ersten Aufnahmen, ist der Magnetverschluss. Und zwar habe ich jetzt quasi die Kamera einfach abgenommen, ohne diese lästige GoPro-Schraube abzunehmen. Und das Geile ist, ich habe jetzt hier meinen Brustgurt und ich kann jetzt sagen, ich habe jetzt Bock auf eine Brustgurtaufnahme. Klack, mal eben schnell getauscht und klack, wieder oben an den Schirm. Ne? Super genial. Ach guck mal, das funktioniert sogar schon richtig gut, ohne dass ich geübt bin. Also wirklich eins der wirklich starken Features der Kamera. Ja, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich bin jetzt hier auf meinem Hometrail, nichts Besonderes, aber ich wollte auf jeden Fall mal die Kamera testen. Einmal oben am Schirm und einmal an der Brust sozusagen. Und ich werde auch noch mal ein, zwei Außenaufnahmen machen. Ja, und einfach mal zu gucken, wie die Kamera so funktioniert, wie das Ganze wirkt. Vor allen Dingen, ich bin gespannt, wie sie jetzt sich im Lowlight-Bereich bewegt, weil es ist ja schon relativ, ja, nicht düster, aber die Sonne geht unter, dauert nicht mehr lange. Die Tage sind echt kurz, Leute. Ja. So, ich würde sagen, genug gelabert. Jetzt geht's ab auf die Trails. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Meldet euch, schreibt in die Kommentare. Bis gleich. So, letzter Hügel. Und da geht's los. Oh, hier war heute schon jemand. Blätterlet. Oh, also genau das, was man eigentlich nicht will. Oh, ist verdammt rutschig, Leute. Oh. Hier gibt es mehrere Lines. Guck mal, fahren wir erstmal. Die sieht gut aus. Also eins muss ich wirklich sagen. Das Levo. Extrem poppig. Das ist schon echt krass. Hier muss man aufpassen, hier sind Wurzeln. Ja. Also Verhältnisse sind krass. So. So, jetzt das Coole, sorry für die Geräusche. Zack, mal abgenommen. So, ein Spritzer drauf. So, das war die erste Abfahrt. Am Schirm sozusagen. Jetzt packe ich euch mal in die Brust. Und mich würde wirklich interessieren, welche Perspektive euch besser gefällt. Ja, sagt es einfach mal, weil dann können wir uns da besser drauf einstellen. Oder direkt drauf einstellen, wie ihr mögt. Also das, was ich jetzt hier im Display auf jeden Fall sehe, sieht auf jeden Fall schon mal sehr geil aus. Ja, cool. Bis gleich.
Also was ich hier wirklich bemängeln muss, ist der Ein- und Ausschalter und auch die neue Short-Taste, die eigentlich ziemlich geil ist, weil du da dir Profile erstellen kannst, die du dann quasi über diese Short-Taste abrufen kannst, aber die sind extrem schwergängig. Also ich bin jetzt hier nicht unbedingt der Typ, der hier am Finger jammert, aber du musst schon echt feste drücken. Also ich musste jetzt gerade schon ein paar Mal nachdrücken quasi, damit die Kamera überhaupt anspringt. Also das ist mir auf jeden Fall jetzt schon mal direkt aufgefallen. Also nichts für zarte Hände. Ja, also auch hier wieder, der Knopf geht echt schwer. Ich habe jetzt beim Anschalten die Kamera verdreht. So, Abfahrt Nummer 2, Brustgurt. Das ist extrem pitchy, ey. Extrem. Hier eben Wurzeln. Sorry. Da fehlt mir jedes Speed. Ist so poppig, das Levo, es ist schon nice. Oh. Ich hab gesehen. So, jetzt wieder. Da bin ich. Ja. Mache ich jetzt so eine Abfahrt oder nicht, ey? Na, ja, machen wir nicht. Will ich ja nicht langweilen. Das ist ja nur ein kleiner Test. Sorry, die Nase läuft wie Sau. So, ich bin gespannt, was ich gleich im Schnittprogramm sehe, ob es mir Freude macht oder ob wir das Ding gleich wieder eintüten und verkaufen. Wer weiß, wer weiß. Ja, die GoPro 11 ist schon echt eine Top-Kamera, muss ich sagen. Ich bin echt gespannt, wie die DJI so ist. Wir hatten ja die DJI Action 2, den Würfel. Geiles System, aber leider Akku und so weiter, das war total kacke, Ton war kacke. Ton wird mich jetzt hier auch interessieren oder wird mich interessieren oder interessiert mich sozusagen. Bin ich gespannt, jetzt gerade auf dem Fahren, wie so die Sprache ist mit Windunterdrückung. Hallo. Die war aber muffig, ey. Morgen geht es wieder auf die Trails. Leider ohne Marcello. Ja, wie gesagt, lasst mal einen Kommentar da. Welche Perspektive gefällt euch besser? Vielleicht gefällt euch auch die GoPro besser. Ich meine, haben wir jetzt auch einige Videos schon mitgemacht mit dem System von GoPro. Ja, lasst es uns wissen. Ich würde sagen, wir sehen uns auf den Trails. Bis bald. Ciao, euer Michi. Also Frontdisplay ist gut. Frontdisplay ist gut. Freunde. Leo. Wir sind echt Freunde gerade. Wirklich Freunde. Ja. Macht schon echt Bock, die Kiste. Echt poppig. Potent kann ich noch gar nicht so sagen. Habe ich jetzt noch nicht die richtigen Trails unter den Stollen gehabt. Kann ich wirklich jetzt noch nicht zu 100% sagen, aber ich glaube schon. Also der Hinterbau fühlt sich echt nach mehr Federweg an, als tatsächlich vorhanden ist. Mal die Straße hier wechseln. Ja, ja, ja.
Ja, so ist es. So, Kamerapack jetzt wieder weg. Boom.